Hallo und herzlich willkommen zurück zu Face Noir. Ja, wir waren ja in den letzten Folgen hiermit beschäftigt, ein Foto von der Susan Webber zu bekommen. Da hat uns ja der Vater oder der Stiefvater beauftragt, ein Foto von ihr zu schießen, wie sie mit irgendeinem Typen zusammen ist. Und die hat ja auch jemanden geküsst und dann irgendwas mit Erbschleichigkeiten und dann müsst ihr nichts mehr vererben. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Ist aber auch wurscht, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Jetzt ist es aber so gewesen, dass wir jetzt das Foto gemacht haben, eigentlich wegfahren wollten und leider ist unser Wagen, naja, nicht angesprungen, weil wir kein Benzin mehr hatten. Also müssen wir uns jetzt irgendwie anders behelfen. Entweder müssen wir jetzt jemanden fragen, ob er Benzin hat, oder wir müssen zur nächsten Tankstelle laufen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hängen wir hier erstmal fest. Das ist mein Wagen. Mein wertvollster Besitz, neben meiner Ermittlerlizenz. Sinnlos, der Tank ist fast leer. Und hier gibt's weit und breit keine Tankstelle. Ich sollte lieber ein Taxi rufen, statt hier meine Zeit zu vergeuden. Genau, oder wir rufen einfach ein Taxi. Das wäre die einfachste Möglichkeit gewesen. Habe ich gar nicht dran gedacht, einfach ein Taxi zu rufen. Und ich könnte wetten, egal was jetzt, also jetzt, was jetzt kommt, das wird unser Leben wahrscheinlich verändern, weil wenn wir jetzt wahrscheinlich einfach weggefahren wären, wäre gar nichts, hätten wir gar nichts davon mitbekommen, was jetzt passieren wird. Also ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich denke mal, es wird was passieren. Das wird nicht ohne Grund unser Tank leer sein. Wahrscheinlich bringt er sie jetzt um, weiß weiß ich. Es ist hier alles ein bisschen manchmal merkwürdig hier. So. Ich rede mal mit dem, der wird mir doch wohl ein Taxi rufen können. Ich habe ja ein bisschen Geld dabei. Nur $25, die Fahrt darf nicht allzu lang werden. Was kann ich für dich tun, Junge? Haben Sie hier ein Telefon? Haben Sie hier ein Telefon? Wir hatten. Was heißt das? Habt ihr jetzt keins mehr? Wir haben hier ein Telefon, aber das funktioniert nicht mehr. Ich warte schon seit Wochen auf den Techniker, aber bisher war niemand hier. Die kommen alle 3 Monate vorbei und prüfen die Schalttafel hier. Aber ein paar Wochen danach gibt es normalerweise kein Freizeichen mehr. Das Telefon ist also nicht zum ersten Mal kaputt gegangen. In den letzten paar Jahren war der Techniker mindestens 10-mal hier. Und jedes Mal will er wieder Geld haben. Wenn das hier kein Hotel wäre, würde ich sofort auf das Ding verzichten. Wo ist die Schalltafel? Keine Ahnung. Die muss irgendwo draußen außerhalb des Gebäudes sein. Okay, haben Sie ein Telefon? Ja, hatten wir ja schon. Ich habe keine weiteren Fragen. Wenn du mich brauchst, ich bin hier. Okay, also wir müssen jetzt raus und das Telefon reparieren, anscheinend, wenn das schon öfters kaputt war. Ich will nur mal ganz kurz nach oben gehen, weil hier war doch, das hatte ich ja vorhin, also in den vorherigen Folgen hatte ich das ja schon, dass hier mit der Zeitung irgendwas war. Das ist die Zeitung von heute. Genau, das ist die Zeitung von heute und hier steht da irgendwas mit Telefonleitung. Ich will nur das nur mal ganz kurz wissen, vielleicht hilft uns das gleich. Scheint, als hätte der Sturm der letzten Tage die Telefonleitungen lahmgelegt. In einigen Stadtteilen wird das Telefonnetz kontrolliert abgeschaltet, um Kurzschlüsse zu verhindern. Also könnte es auch sein, dass das vielleicht gar nicht, also wird wahrscheinlich schon kaputt sein, aber wenn die das abschalten, haben wir natürlich auch Pech. Naja. Gucken wir erstmal, ob wir das finden und draußen jetzt reparieren können. Irgendwo hier draußen am Gebäude, wenn dann hier unten. Das hier, das Ding sieht aus, ja, das war vorher nicht da, glaube ich. Gucken wir doch mal. Vielleicht können wir es reparieren, mal sehen, wie kompliziert das ist. Das muss die Schalttafel für das Telefon sein. Das schaue ich mir mal genauer an. Kaputt? Das war kein einfacher technischer Ausfall. Jemand hat das Kabel gekappt. Und es sieht nicht wie ein Zufall aus. Wenn es mir gelingt, das Kabel wieder anzuschließen, sollte das Telefon wieder funktionieren. Okay. Das sieht aus, als hätte das jemand durchgeschnitten mit dem Messer. Ich kenne mich jetzt zwar so nicht aus, aber das sieht sehr absichtlich nach sehr absichtlichen Taten aus. Und warum macht das jemand? Das hat doch bestimmt irgendwas mit der Susan Webber zu tun. Und wir haben ja diesen Intro-Film gehabt, da war ja auch irgendjemand hinter denen her. Komisch. Ich habe eine Idee. Warte mal, ich gucke mir das auch nochmal an. Das war... Jemand hat das... Wenn es mir gelingt... Das ergibt keinen Sinn. Okay. Ja, immer mit seinem Sinn. Ich habe eine Idee, und zwar haben wir doch Bonbonpapier. Vielleicht ist das sowas wie... Ich erinnere mich an eine Folge, MacGyver, da hat er das, glaube ich, mit Kaugummipapier gemacht, aber das wird er wohl mit dem hier auch funktionieren. Ja... Das Bonbonpapier sollte die Enden zusammenhalten. Hoffen wir, dass es funktioniert.
Das Bonbonpapier sollte die Enden zusammenhalten. Gut. Das ergibt keinen Sinn. Ich mache jetzt lieber mal alles, weil in den anderen Folgen, da war es ja nur, weil wir das nicht angeguckt hatten, hat es nicht funktioniert. So, dann gehen wir wieder, da steht auch Telefon, dann war das richtig, dann gehen wir mal rein und fragen ihn jetzt, ob es funktioniert. Da war ja die Gesprächsoption noch mit dem Telefon. Was kann ich für dich tun, Junge? Ihr Telefon sollte jetzt wieder funktionieren. Ihr Telefon sollte jetzt wieder funktionieren. Lernt man auf dem Detektivlehrgang auch, wie man Telefone repariert? Nein, aber wie man rausfindet, dass sie jemand übers Ohr haut. Am besten rufen Sie nächstes Mal einen anderen Techniker an. Und wenn Sie mir jetzt ein Taxi rufen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Aber sicher, mein Sohn. Eine Nacht im strömenden Regen verbracht, lässt sogar dieses alte, verbeulte Taxi gemütlich erscheinen. Der Fahrer ist ein schweigsamer Typ, nicht wie all die anderen, die dir auf einer Fahrt für einen Dollar gerne ihre Lebensgeschichte erzählen. Das Einzige, was er gefragt hat, war, wohin? Essex Street war alles, was ich geantwortet habe. Bevor ich heimgehe, muss ich Greta ihre Kamera wiederbringen. Ich bin mit den Worten verschwunden, dass ich sie ihr in ein paar Tagen zurückbringe. Das ist schon über eine Woche her. Das Taxi biegt in die Essex Street ein. Wir sind da. Die Fahrt kostet mich 2 Piepen. $1,50 plus 50 Cent Nachtzuschlag. Nachtzuschlag. Ich hasse Taxifahrer. Gut, Gretas Laden hat noch geöffnet. Heute kann ich wirklich einen Schluck Whisky gebrauchen. Oh, dann kann man mal sehen, wie das ein Unterschied ist von diesen Preisen. Ich meine, das spielt ja jetzt hier 1934, glaube ich, haben ja gesagt, stand auf der Zeitung. Und $2 für eine Taxifahrt, ich weiß jetzt nicht, wie lang die war, aber $2, hallo, da kostet ja die Straßenbahn, das Straßenbahnticket doppelt so viel beide. Das gibt's ja nicht. Ist ja krass. Und er beschwert sich noch. Hätte er mal heute gelebt, da hätte er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So, ich gucke mich erstmal draußen um. Hier fahren auch Autos vorbei. Sehr cool, sehr cool. Wo kann ich denn da hin? Kann ich mir das eigentlich auch angucken? Nee, da gehe ich jetzt aber lieber erstmal nicht hin. Wer weiß, wo das jetzt hinführt. Vielleicht auch aus dem Bild raus. Also wahrscheinlich schon. Das ist der Eingangsbereich des Gebäudes. Okay. Ich kenne niemanden von den Leuten, die hier wohnen. Und ich habe auch kein Interesse, neue Leute kennenzulernen. So der schweigsame Einzelgänger, hä? So, da brennt Licht. Hier ist es. Was ist denn hier? Hier ist doch irgendwas. Die Straßenlaterne, hä? Eine der vielen Laternen, die die Straßen von Big Apple erhellen. Naja, so richtig hell ist es jetzt auch nicht. Ich könnte mir einen Regenschirm kaufen, mich an den Laternenpfahl klammern und die Leute anbrüllen, wie schön es ist, im Regen zu singen. Oder ich komme vorher zu Verstand und blas die ganze Sache als dämlich ab. Das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Humor hat er auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Eine Mülltonne? Müll. Er hat es aber auch mit dem Müll hier in dem Spiel, kann er sein? Ich wühle da drinnen nicht rum, wetten? Ich bin noch nicht verzweifelt genug, um hier im Müll zu wühlen. Naja. Ein malerischer Haufen Müll. Okay, also da scheint er nicht gerne drin zu wühlen, aber vielleicht kommt das ja noch, wenn man nicht mehr mit rechnet. Die rote Tulpe. Hier komme ich meistens auf die besten Ideen. Woher kommen wir? Wo wollen wir hin? Alle Antworten finden sich am Boden eines Glas Whisky. Irgendein Plakat. Wählen Sie Weston zum Bürgermeister von New York und Sie wählen Freiheit. Freiheit. Scheint so, als sei das Wort keinen Pfifferling mehr wert. Ja, solange es Politiker benutzen, nicht, ne? Kann ich das mitnehmen? Ich sammle nicht jeden Gegenstand ein, über den ich stolpere. Versuchen konnte ich es ja mal. Was ist hier? Hier kann man hingehen, okay. Das merken wir uns alles mal, aber... Und hier kann man auch weggehen. Wahrscheinlich einfach nur, dass man irgendwie ein Taxi rufen könnte oder sowas. Keine Ahnung, oder um das Gebäude rum. Das merken wir uns auf jeden Fall mal, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Das wird wahrscheinlich sinnvoller sein. Und gucken mal, was hier drinnen passiert. In der roten Tulpe. Oh, cool, ein Windmühlenrad. Das ist eine Windmühle, beziehungsweise ein Modell von einer. Ich glaube, die Originale sind ein kleines bisschen größer. Aber nur minimal, mein Freund. So, hier hängt wieder ein Plakat, irgendwas mit Marionetten oder sowas. Das alte Poster für eine Tanzrevue. Ach nee, doch nicht. Aha. Samantha Müller, Greta. Ach, die hat da mitgespielt. Ah, okay, denke ich mal.
Das alte Poster für eine Tanzrevue. Die heißt Massettis Kätzchen. Gretas Name steht auch drauf. Greta Reed, ja. Das alte Poster heißt... Kann ich es mitnehmen? Nein, ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Ich auch nicht, ganz ehrlich. So, wie komme ich denn hier raus? Ich will hier raus. Ach, hier. So, was haben wir denn noch? Ein Telefon? Und eine Urkunde, Auszeichnung, keine Ahnung, Bild? Eine Schanklizenz. Ja. Eine von Bürgermeister Wests tollen Ideen. Jeder Laden, der Schnaps verkaufen will, muss diesen Fetzen Papier aushängen. Das hat keinen weiteren Grund, als den, der ihn ausstellt, reich zu machen. Und es würde mich nicht wundern, wenn derjenige ein enger Freund des Bürgermeisters wäre. Ja, wahrscheinlich schon. Beziehungen, ne? So, und das hier? Ach nee, das kann ich gar nicht angucken, das hier. Hier ist noch auch nichts mehr. Was ist das? Eine ganz normale Garderobe. Nein, mein Mantel gefällt mir ganz gut. Ah, er zieht sich nicht aus. Schade. Kaltes Bier? Kaltes Bier? Ehrlich gesagt ist mir Whisky lieber. Geht einfach schneller. Ah, der alte Suffkopf. Das bringt nichts. Schade. Das Telefon der Kneipe. Wen ruft er denn jetzt an? New York Vermittlung hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Was? Geben Sie mir die Polizei? Können Sie mich zu einer Nummer durchstellen? Och, eigentlich brauche ich nichts. Die Vermittlung, die gute Alte. So, warum nicht? Geben Sie mir die Polizei. Ich stelle Sie zum nächsten Polizeirevier durch. Bitte warten Sie. Mal sehen, was jetzt passiert. Bin gespannt. Polizeirevier, was kann ich für Sie tun? Wer ist denn dran? Wer ist dran? Die Polizei. Wer denn sonst? Und wer hat die Polizei angerufen? Sie haben das getan. Ich? Das kann nicht sein. Sie haben mich angerufen. Hören Sie, ich kenne Sie doch. Sie haben doch vorhin schon mal angerufen. Sie und Ihr Freund sollten diese Späße lassen. Sonst schicke ich einen Streifenwagen zu Ihrem Haus voller Orchideen. Verstehen Sie? Was ist Haus voller Orchideen. Der hat sie doch nicht alle. Was war denn das jetzt, bitteschön? Ich glaube, wir müssen die Polizei vielleicht nochmal anrufen. Mal sehen, ich will jetzt nur mal... Oder, ach komm, das lassen wir... Oder doch, nein, das muss ich jetzt noch wissen. Was war denn das andere? Das Telefon der Kneipe. Warte, jetzt will ich nochmal wissen, ob sie irgendwas, was sie zu der Nummer sagt. Ich weiß nicht, wie wir sie noch anrufen können. New York Vermittlung hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mich zu einer Nummer durchstellen? Warum kaufen Sie sich nicht eines dieser neumodischen Telefone mit Wählscheibe? Ich bin ein konservativer Typ. Neumodischer Schnickschnack lässt mich kalt. Wie ist die Nummer? Verbinden Sie mich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Verbinden Sie mich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wir haben da wohl einen Witzbold an der Strippe. Verbinden Sie mich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wir haben da wohl einen Witzbold an der Strippe. Ich glaube, sie möchte uns nicht verbinden. Was für eine Unverschämtheit. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will niemanden anrufen. Was immer Sie wünschen. Wiederhören. Wiederhören. Also, wie lustig. Cool. So, was haben wir denn noch? Können wir vielleicht die Kasse ausrauben? Eine Registrierkasse. Dann registrieren wir doch mal, was in der Kasse ist. Geld aus einer Kneipenkasse klauen? Na, das würde meinem Ruf ja echt helfen. Naja, nur wenn man uns erwischt und weiß, wer wir sind. So, kann ich eigentlich die Mühle mitnehmen? Ich glaube nicht, dass die sich in meiner Wohnung gut machen würde. Aber auch nicht gesagt, dass du sie in deiner Wohnung aufstellen sollst. Was haben wir denn hier? Flaschen? Eine massive Wand aus Schnapsflaschen. Wenn es einen Himmel gibt, muss der für mich so aussehen. Zarte Wölkchen. Engel, die umherflattern, und eine Bar voll von jeder Art von Schnaps, die je hergestellt wurde. Ein Traum für jeden Alkoholiker? Das ist hier kein Selbstbedienungsladen. Wenn ich etwas will, muss ich Greta fragen. Dann machen wir das doch am besten. Die rote Tulpe. Das bringt nichts. Ich will immer alles ankrabbeln. So. Wie ist denn das? Oh. Da ist ja der unerschrockene Detektiv zurück von seiner gefährlichen Mission. Wie viele untreue Ehemänner hast du denn heute Nacht entlarvt? Mal gucken. Was willst du, Smiley? Halt die Klappe, Smiley. Dich jedenfalls nicht so viel sicher. Keine Frau würde sich dir auch nur auf 10 Schritten nähern.
Also anscheinend sind wir dem nicht so ganz freundlich gesinnt. Komm, nimm aber einfach das Letzte, das ist lustig. Dich jedenfalls nicht, so viel ist sicher. Keine Frau würde sich dir auch nur auf 10 Schritt nähern. Oh, harten Tag gehabt, Schniffler. Aber reg dich nicht auf. Das Glück wird dir früher oder später wieder hold sein. Genauso wie mir heute. Wovon zum Teufel redest du? Smiley hatte die Chance seines Lebens. Auf Wiedersehen, Betrügerei und Urkundenfälschung. Ich rede hier über richtig viel Kohle, Autos und das wahre Leben. Warum bist du so heute Abend so aufgekratzt? Die Wirtschaftskrise scheint dich gar nicht zu kratzen, Smiley. Warum bist du heute Abend so aufgekratzt? Smiley ändert seinen Lebenswandel. Keine Betrügereien und gefälschte Dokumente mehr. Ich habe einen neuen Job angeboten bekommen. Und ich werde ihn annehmen. Haben die im Central Park etwa einen leeren Reptilienkäfig, den du beziehen sollst? Unser Schnüffler ist immer schnell dabei mit den Witzen. Was für einen Job könnte eine falsche Schlange wie du schon angeboten bekommen haben? Oh, tut mir leid, Schnüffler, aber ich kann nicht darüber reden. In was für dreckigen Geschäften steckst du denn diesmal drin? Tut mir leid, Schnüffler, aber es geht hier um was Ernsthaftes. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nicht mal mit dir. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass Smiley um Mitternacht einen Anruf von den wichtigsten Leuten in der Stadt bekommen wird. Na gut. Ich will sowieso nicht genau wissen, worin du verwickelt bist. Warum erzählt er uns das und was hat das mit uns zu tun? Hat das vielleicht doch irgendwas mit Susan Webber noch zu tun? Das ist doch, da ist doch irgendwas faul. Ich mache jetzt nochmal das Zweite. Die Wirtschaftskrise scheint dich gar nicht zu kratzen, Smiley. Man tut, was man kann. Weißt du, Typen wie ich werden eigentlich immer gebraucht. Seit wann braucht jemand Kleinkriminelle? Komm schon, Schniffler. Lass dich nicht von all den Schwarzsehern einwickeln. Ich bin nicht so übel, wie alle behaupten. Smiley, du würdest deine Mutter für ein paar Kröten verhökern. Das kann schon sein, Schnüffler, aber sei bloß nicht so naiv wie deine alten Polizeikumpel. Du weißt, wie der Hase läuft. Ich mach nur meine Arbeit. Wo ist da der Schaden, wenn ich jemanden mit ein paar gefälschten Stempeln und ein paar Fotos aushelfe? Häng nicht den Moralischen raus und erzähl mir, dass meine Kundschaft unehrlich ist. Jeder verdient eine zweite Chance. Gerade du solltest das wissen. Stimmt. Jeder respektable Killer sollte eine Chance haben, mit gefälschten Papieren und neuer Identität weiter Verbrechen begehen zu können. Ach, Schnüffler, du betrachtest dich wohl immer noch als Bullen. Zu dumm, dass du gefeuert wurdest. Ich kann mich noch an die Schlagzeilen erinnern. Polizeiskandal. Du solltest an der Stelle ganz schnell die Klappe halten, Smiley. Reg dich nicht auf. Wir halten doch nur ein Schwätzchen. Klar, ein Schwätzchen. Gut, das hatten wir ja schon, ne? Die ersten beiden, dann sag ich tschüss. Wiedersehen, Smiley. Tschüss, Schniffler. Tschüss. Sehr, 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 sehr merkwürdig finde ich das ganze Gespräch hier, was wir eben gehört haben. Da kommt doch noch einiges auf uns zu. Ich weiß nicht genau, warum er uns das erzählt hat. Ich meine, weiß jetzt nicht, wie gut die sich kennen, aber ich würde doch jetzt nicht irgendjemandem erzählen, dass ich irgendwelche krummen Geschäfte mache, oder beziehungsweise er hat ja gesagt, es wären keine krummen, aber halbkrumme oder weiß ich. Sehr merkwürdig, da oben hängen Teller. Hübsche, handbemalte Teller. Jedenfalls würde das jede andere Person außer mir behaupten. Okay. Das ist da, wo es ist, ganz gut aufgehoben. Ich habe mir schon gedacht, dass er das jetzt bestimmt nicht mitnimmt. Sind das eigentlich verschiedene Regale hier? Eine massive Wand aus Schnapsflaschen. Wenn es einen... Nein, sind sie nicht. Die gehören alle zusammen. Hier liegt noch eine Zeitung, vielleicht von heute. Hätten wir das ja schon ist gehabt. Die Zeitung von heute. Diese zur Zeitung verfolgt uns irgendwie überall hin, aber wir brauchen sie im Moment nicht. Nee, brauchen wir jetzt nicht. So, haben wir denn hier noch was? Sonst. Hier ist eine Jukebox, glaube ich, oder? Das Radio der Kneipe. Ja, sag ich ja. Das Radio der Kneipe. Hey, mach mal hübsche Musik an, um ein bisschen Kreta zu bezirzen. Nein, ich brauche einen Schnaps, keine Musik. Oh, ich wollte jetzt auch mal Musik haben. So, ich gucke mir jetzt noch die Bilder an und dann quatsche ich mit Kreta. Das ist immer der gleiche Mann, der da in den Fotos neben verschiedenen Flugzeugtypen steht. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Eines dieser neumodischen Neonschilder.
Ich hoffe, das verläuft sich wieder. Möchte mir nicht vorstellen, wie die Dinger mal in der ganzen Stadt rumhängen. Oh, da darf er aber nicht nach Las Vegas fahren. Oh mein Gott. So. Wie sind denn die Preise hier? Die Karte der Kneipe. Ich glaube, die kenne ich inzwischen auswendig. Beziehungsweise auf den Times Square, ne? Weil da ist ja auch lauter Leuchtreklame und wir sind hier in New York. Also, echt Glück gehabt, der junge Mann. Das ist da, wo es ist, ganz gut aufgehoben. Okay, dann rede ich jetzt einfach mal mit ihr. Oder ist das hier was anderes? Nüsschen. Die schon lange übers Verfallsdatum raus sind. Egal, wir haben Bonbons mitgenommen, die schon seit Jahren abgelaufen sind. Da kommt's auf die Nüsse auch nicht mehr an. Das lasse ich lieber bleiben. Na gut. Man soll ja eh nichts aus diesen Nussschalen essen in den ganzen Bars immer, weil man weiß nie, wer da drinnen vorher rumgewerkelt hat mit seinen dreckigen Schmutzfingern und die ganzen Nüsse einmal so verrührt hat und